Aus der ökumenischen Nachbarschaftshilfe über den Äther spreche ich heute zu Ihnen. Ich bin Josef Ross und leite den sozialen Dienst im Pius-Hospital. Meine Aufgabe dort ist es, mit anderen Kolleginnen zusammen Menschen in Krankheitszeiten zu unterstützen, in all ihren Fragen und Nöten. Heute ist Tag 13 der Kontaktsperre für alle Menschen in Deutschland. Das Leben ist für alle plötzlich so ganz anders und ungewohnt. Umfragen von gestern zeigen, dass ein sehr großer Teil unserer Gesellschaft dies auch als absolut notwendig unterstützt. Das ist gut so. Und dennoch habe ich mich in den letzten Tagen gefragt, warum kann ich eigentlich in dieser Situation, die doch irgendwie so bedrohlich ist, gelassen reagieren und gar nicht mit einer solchen Aufgeregtheit. Irgendwann fiel mir eine Begegnung aus dem Krankenhaus wieder ein, die ich vor vielen Jahren dort hatte. Ich habe eine Frau begleitet, die aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr wieder nach Hause zurück konnte. Und ich habe sie über mehrere Wochen begleitet und dabei immer wieder gefragt, wie möchten Sie denn in Zukunft Ihre Situation gestalten? Wie möchten Sie leben? Und sie hat mir über Wochen darauf keine Antwort gegeben. Und dann an einem Freitagnachmittag hat sie mir gesagt, Herr Ross, wissen Sie, Sie stellen mir seit Wochen die falsche Frage. Es geht nicht darum, was ich möchte, sondern es geht darum, was muss ich tun? Und das weiß ich genau. Als sie mir das so sagte, war ich im Moment sehr beschämt. Aber sie hatte ja so recht. Sie hat mir eine ordentliche Lektion für das Leben erteilt. Über die Jahre hinweg habe ich gemerkt, wie dankbar ich ihr dafür bin. Vielleicht kennen Sie auch diesen Text, dieses Gebet um Gelassenheit, das vermutlich kurz vor oder während des Zweiten Weltkrieges entstanden ist. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Diese Gelassenheit wünsche ich Ihnen und wünsche Ihnen damit ein gutes Wochenende. Und bleiben Sie gesund.